Ja, es ist, so eine Geschichte, die sich so schleppend entwickelt hat, dass Elia Soriano auf uns zugekommen ist und den Wunsch geäußert hat, den Verein zu verlassen, uns auch mitgeteilt hat, wohin er geht. Wir haben dann dem Wunsch zugestimmt und einen neuen Spieler verpflichtet, ja, der auch heute schon am Training teilnehmen wird und hoffentlich so schnell wie möglich spielberechtigt ist. Ja. Wer ist der? Peter Sliskovic. Wir sind zur Überzeugung gelangt, dass eben es wichtig ist, und das war eben auch die Frage an Elia, dass er sich zu 100% mit der Aufgabe, die sich hier stellt, identifizieren kann. Er konnte sich dann nicht hundertprozentig dahinter stellen. Joey Genk steht uns nicht zur Verfügung. Also es bleiben jetzt drei Spieler und alle drei Spieler haben berechtigte Chancen von Anfang an auch zu auflaufen, weil sie, ja, weil sie sich auch in den Testspielen und auch in den Trainings, in den vielen Trainingseinheiten wirklich dann auch gezeigt haben. Und deswegen werden wir jetzt gucken, aus neu und alt. Wichtig ist am Ende, dass ein Team rausgeht, das wirklich sich reinhaut und das einfach bedingungslos den Boden verteidigt, aber dann auch frech und mutig nach vorne spielt. Deswegen verstehe ich das nicht, warum über mein Schicksal oder das Schicksal des Sportdirektors gesprochen wird. Ich kann Ihnen nur eines sagen. Ich habe ein Urvertrauen in mich. Ich habe ein Urvertrauen in meine Mannschaft. Ich weiß, was wir tagtäglich arbeiten. Ich kann mich jeden Tag im Spiegel angucken und anlachen. Ich kann sagen, dass ich nicht hier bin, um jemanden zu betrügen, um jemanden zu beklauen, um jemanden absteigen zu lassen. Ich freue mich, jeden Tag zu arbeiten. Und ich freue mich einfach, weil ich einfach weiß, wie gut wir intern arbeiten. Nicht nur ich, sondern viel mehr das Team um mich herum. Nur, wir müssen auch Sachen erst einmal analysieren, erst einmal den Ist-Zustand feststellen, gucken, wie weit sind Korrekturen notwendig, in welchem Ausmaß. Ich kann mich auch bei den gesamten Vereinen und speziell bei Mensa bedanken, dass wir auch diese Mannschaft oder diese neuen Spieler verpflichten konnten, weil es war notwendig.